Sternadia erstreckt sich im Herzen der Lecce-Provinz und gehört zur sogenannten Grecia Salentina, hellenophone sprachliche Gebiet, wo man Griko spricht, also eine Mischung griechisch und salentinischer Mundart. Das bewohnte Gebiet des Orts befindet sich in einem breiten Tal, von den salentinischen Anhöhen, besonders von der Anhöhe von Martignano und von der Anhöhe von Soleto geschützt. Die wirtschaftliche, landwirtschaftliche Tradition und die Tradition der Schäfer sind auf dem grünenden Landgut sichtbar, das die Ortschaft umgibt. Die Olivenbäume spielen hier die wichtigste Rolle. Sie bedecken breiten Bestellen, die von den typischen Trockenmauerwerken, charakteristischer Bau der bäuerlichen Gemeinschaft, charakterisiert sind. Das Land von Sternadia ist reich an Farben und Gerüche des Mittelmeers. Eine ländliche Landschaft, die die Zähigkeit der Menschen vom Süden beweist, Männer und Frauen, die im Laufe der Jahrhunderte eine schroffe Erde verändert haben, um sie reich und fruchtbar Weizen und Oliven zu machen. Die Geschichte der alten landwirtschaftlichen Gesellschaft belebt in der Architektur der Masserien typische ländliche Gebäude, die in der Vergangenheit echten Produktionszentren darstellten. Bemerkenswert in Sternadia ist die Masseria Kikorizo, Produktionszentrum, das ins 18. Jahrhundert zurückgeht und alte Haltestelle der Fahrten mit Pferden war. Die Masserien waren von ihren mächtigen Verteidigungsstruktur charakterisiert. Sie schützten die kleinen ländlichen Gemeinschaften, die in ihrem Inneren arbeiteten. Sie sind sozusagen echte autarke Produktionszentren. Man bemerkt, dass die Schäfer hier ein wichtiges Erbe gelassen haben, dank der Landschaft, die sich vom bewohnten Gebiet von Sternadia bis zur Gemeinde Soleto erstreckt. Hier steht eine Senkung, Lacco del Caprari genannt, die in der Vergangenheit für das Tränken der Erde verwendet wurde. Auch wenn man Richtung bewohnte Gebiet verlagert, bemerkt man zahlreiche Grünflächen. Die Ortschaft hat tatsächlich einen weiten städtischen Park, der in der nördlichen Seite des Orts liegt und für die Freizeit der Kinder und ihrer Familien ausgestattet ist. Der Pietralecese typische Baustein verbindet die Naturlandschaft mit dem bewohnten Gebiet. Diese besondere Steinenart wird noch heute aus den Steinbrüchen wenige Kilometer von Sternadia entfernt herausgezogen und wie früher auch für die Dekorationen benutzt. Dieser wertvolle Kalkrenitstein ist unter den Gässchen der Altstadt zu bewundern. Er charakterisiert wunderschöne Teilansichten der Landschaft und ist von der griko-salentinischen Kultur tief geprägt. Die Ortschaft von Sternadia bewahrt noch heute das alte Stadtraster, das sich während des Mittelalters auffestigte. Schon während der Zeit von D'Anjou war die Ortschaft von einer Verteidigungsringmauer geschützt. Die Festung wurde von der Familie Orsini del Balzo aus Soleto wieder errichten lassen. Die Ringmauer wurde im 16. Jahrhundert vom Militärarchitekt Evangelista Menga wiedererrichtet. In der Vergangenheit gab es drei Tore, Tor von Lecce, östliche Tor und Tor Filia genannt. Heute bleibt nur das Porta Filia übrig, aus dem Griechisch Liebe und Freundschaft, auch als Tor des Friedens bekannt. Die Ortsmitte von Sternadia erstreckt sich um die Pfarrkirche der Ortschaft, der Madonna-Aufnahme in den Himmel gewidmet. Das Gebiet wurde im 18. Jahrhundert auf den Ruinen der vorherigen Pfarrkirche gebaut. Mächtig wie die meisten Pfarrkirche des Salentos des 18. Jahrhunderts ist das Gebäude von der Anwesenheit der hoheitsvollen Glockenturms charakterisiert,
der von dem berühmten Architekten aus Cupertino Adriano Preite produziert wurde. Die Kirche hat einen typischen kreuzförmigen Grundriss und im Inneren findet man die Seitenaltäre, die nach dem Rokoko-Stil dekoriert wurden. Man bemerkt die Devotion von Cernatia aus dem Hauptaltar Heiligem Georg, Schutzpatron der Ortschaft, gewidmet. Die Devotion für den Heiligen ist wirklich stark in dem ganzen Gebiet der Grecia Salentina und in der gesamten Terra d'Otranto. Bemerkenswert sind die Dekorationen aus vorgespannten Farben, die die Decke schmücken. Sie wurden 1864 von Maler Garganese gemalt und erinnern an biblischen oder evangelischen Geschichten. Die Ortsmitte von Cernatia hat die Teilabschnitte der Landschaft, die der typischen traditionellen Architektur des Salentos entsprechen. Wenn man unter den kleinen Gässchen, die sich in dem gewohnten Gebiet auftun, spaziert, bewundert man verschiedene Gebäude, die vermutlich aus dem 16. und 17. Jahrhundert stammen. Sie sind unglaublich attraktiv. Im Herzen von Cernatia kann man andere architektonische Stile der alten salentinischen Gesellschaft erkennen, wie zum Beispiel den sogenannten Mignano-Balkonart, die man besonders in der Terra d'Otranto findet. Die Balkons wurden vor allem von den Frauen verwendet, um die sommerliche Kühle in aller Ruhe zu genießen und um die traditionellen Hausarbeiten wie die Stickerei und die Näherei zu machen. Die von Cernatia sind die Gestalten eines spontanen Salentos. Die Räume sind vom Volk geliebt und gelebt. Die Bewohner des Orts nehmen sich das wichtigste historische Erbe sehr aufmerksam an, und das macht die schöne Ortsmitte einzigartig. Die Religiosität von Cernatia wurde jahrhundertelang von der Anwesenheit des Dominikanerklosters Heiliger Maria aus Sicase gewidmet charakterisiert. Er liegt in der Mitte der Ortschaft und ist ein der ältesten Dominikanerklöster. Er wurde von den Brüdern zwischen dem 15. und 16. Jahrhundert eingerichtet. Während der Reform von Napoleon wurde er geschlossen und in den ersten Jahren des 18. Jahrhunderts wurde er renoviert und wieder errichtet. Danach wurde er definitiv gestrichen. Am Anfang des 19. Jahrhunderts, während der Herrschaft von Joachim Murat, als die napoleonischen Gesetze verwirklicht wurden, wurde der Kloster konfisziert. Äußerlich scheint das Gebäude schlicht und mächtig. Die wunderschönen Balkons und die große Loggia unterbrechen diese Stränge zusammen mit dem mächtigen Eingangsportal, von der Dekoration aus Bossenwerk verziert. Im Inneren kann man den reizenden und hellen Kreuzgang des Klosters bewundern, der in der Mitte von der Anwesenheit des Puteals charakterisiert ist. Der Palazzo ist heute Sitz der Gemeinde und der Büros der Steuerbehörden von Cernatia. Neben dem Kloster liegt die Dominikanerkirche, die sich dank der feierlichen Fassade und feiner Dekorationen unterscheidet. Über dem schönen Portal ist das religiöse Wappen der Dominikaner, wo ein Hund eine brennende Fackel in seinem Kiefer hält. Im Inneren gibt es einen einzigen Saal, wo man die schmückende Baukunst des 18. Jahrhunderts der Terra d'Otranto bewundert, die von den Seitenkapellen von eleganten Hauptaltar hervorgehoben werden.
Shambho Mahadeva. Shambho Mahadeva. Die Kirche Heiliger Maria aus Sikkasi bewährt in ihrer Ikonografie die Schönheit und die Eleganz der Dominikaner Gebäuden von südlichen Apulien auf. Als die religiöse Kunst von den Brüdern für die Katechese und die Bekehrung des Volks verwendet wurde. Die alte Festung von Sternatia, von der Familie Orsini del Balzo gewünscht, wurde im 18. Jahrhundert eine der schönsten Adelshäuser der Terra d'Otranto. Die Familie Granafei, Lehnsherren von Sternatia ab 1734, befahlen die Rekonstruktion des Palazzos. Die Kunsthistoriker erkennen die Planung des Palazzos der Geschicklichkeit des Leccesen Architekt Mauro Manieri zu. Das große Portal belebt die linearen Gestalten des Gebäudes. Es ist ein echtes Denkmal und man sieht oben das Adelswappen der Granafei. Der obere Teil des Palazzos ist von einer eleganten Brüstung auf der gesamten Begrenzungslinie der Fassade umschlossen. Das Gebäude hat zwei Gärten, die mit prächtigen Skulpturen, Bänken und Zisternen verziert sind. Die Grünflächen sind auf verschiedenen Ebenen organisiert und stellen echte Juwelen der Architektur der Gärten des Endes des 18. Jahrhunderts dar. Den Granafei gehörte die unterirdische Ölmühle, vollständig in den Felsen gehauen. Sie liegt in der Nähe vom alten Tor Filia, in dem Gebiet, wo einst der Garten des Palazzo sich erstreckte. In der Vergangenheit gab es zwei Räume, die danach verbunden wurden, um eine andere Mühle zu bauen, die vermutlich funktioneller für die Ölproduktion war. Sie wurde in den 80er Jahren restauriert und wurde bis zum 19. Jahrhundert genutzt. Noch heute kann man im Inneren die ursprüngliche Wanne für die Olivenpresse und die Reste der Kelter für die Behandlung der Oliven bewundern. Jahrhundertelang haben die Ölmühlen den Reichtum der Salentinischen Halbinsel dargestellt und noch heute kann man das Vermögen der Ölgeschichte von Terra d'Otranto dank der Fortbildung der Ölmühle Granafei wieder aufleben. Sternatia hat ein wichtiges historisch-künstlerisches religiöses Erbe, Beweis des Glaubens und der christlichen Devotion dieser faszinierenden Ortschaft. Die Kapelle Heiligen Vitus wurde im 17. Jahrhundert auf einem ältesten Gebäude vermutlich mittelalterlicher Herkunft wiedererrichtet. Das Gebäude liegt auf der Straße, die einst die Ortschaft nach Lecce führte. Die kleine Kirche wurde im Laufe der Jahrhunderte mehrmals verändert und im Inneren kann man verschiedene religiöse Fresken bewundern, unter denen das Fresko Heiligen Vitus hervorsticht. Auf der Straße, die Sternatia und Calugnano verbindet, entsteht die Kirche der Madonna der Engel. In der Vergangenheit war das heilige Gebäude mit einem kleinen Franziskanerkloster verbunden. Die Franziskaner übten in Sternatia ab dem 16. Jahrhundert aus. Die Architektur ist sehr schlicht und linear. Das sieht man auch auf der Fassade, die von einem kleinen Portal aus Stein und von einem Kreuz an der Spitze verziert ist. Heute bleibt nur wenig des Franziskanerklosters übrig.
Die Devotion des Volks ist noch immer stark und wird besonders der Donnerstag nach Ostern mit religiösen Feierlichkeiten und Freizeitbeschäftigungen der Gemeinschaft geäußert. Die Kapelle der Madonna der Farauli liegt der ländlichen Straße entlang, die nach Martignano führt. Der Name stammt aus der Straße, wo sie liegt. Die kleine Kirche hat ein interessantes Portal von zwei Halbsäulen und von einer Skulptur auf dem Architrav verziert. Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurde die Kirche renoviert. Im Inneren werden verschiedene Fresken und ein Altar des 18. Jahrhunderts vom Bildhauer Emanuele Orfano produziert, aufbewahrt. Die kleinen religiösen Gebäude von Sternatia liegen auf dem schönen Land, das die Ortschaft umgibt. Das wird von der alten Geschichte der Menschen dieses Ortes bewiesen.